In den 70ern blieb Jackie in Hollywood unbeachtet. Damals ließ er sich vom Stil Keatons und Lloyds inspirieren, kombinierte ihn mit den Glanzpunkten des traditionellen Hongkong-Films und entwickelte so einen Stil, dem er treu blieb. Der beste von Jackies frühen Filmen, der diese Einflüsse deutlich zeigt, war Der Superfighter. Die gesamte Atmosphäre des Films hatte Keaton und Lloyd viel zu verdanken. Der Höhepunkt war als Hommage an einen der größten Momente des Stummfilms konzipiert. In seinem Film Ausgerechnet Wolkenkratzer, da baumelt Harold Lloyd an einer Uhr hoch über einer belebten Straße. Jackie war von dieser Szene tief beeindruckt, sie sollte in seinem Werk Spuren hinterlassen. Jackie benutzte dasselbe Motiv, aber im Gegensatz zu Lloyd fiel er herunter. Diese geballte Energie hatte man in amerikanischen, geschweige denn in europäischen Filmen lange nicht mehr gesehen. Einige Szenen seiner frühen Filme bleiben einfach unvergessen. Jackie kennt das Set eines Hongkong-Films wie seine Westentasche. Er beherrscht jeden Aspekt des Filmemachens, ob Choreografie, Spiel, Regie oder Schnitt. Er kann aus jedem Versatzstück eine brillante Szene machen. Chan ist einer der größten Action-Choreografen aller Zeiten. Während der 10 Jahre, in denen er Hollywood den Rücken gekehrt hatte, brach dieses enorme Talent erst richtig hervor. Während der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts produzierte dieses Energiebündel in Hongkong einige der wagemutigsten, aufregendsten und gefährlichsten Actionsequenzen, die je auf Zelluloid gebannt wurden. Er wuchs sogar über alte Stummfilmgrößen hinaus. Genau wie Keaton und Lloyd war Jackie jederzeit bereit, sein Leben zu riskieren, um seine Zuschauer zu faszinieren und zum Lachen zu bringen. In diesem einen Film springt er auf einen riesigen Kronleuchter in einem Kaufhaus und rutscht daran herunter. 12 Kameras, 200 Statisten und die Darstellerinnen Bridget Lin und Maggie Chung. Sie alle waren dabei. Und als er sprang, das weiß ich noch ganz genau, rief keiner der Regisseure Cut. Das mussten sie auch nicht, denn alle fingen an zu applaudieren. Die Mädchen brachen in Tränen aus. Es war einfach ein verzauberter Moment. Lloyd und Keaton hatten Jackie dazu angeregt, seine Kung-Fu-Komödien neu zu gestalten. Er wollte sie in ein Genre mit weltweitem Potenzial verwandeln. Mit neu gewonnenem Selbstbewusstsein wagte Jackie sich noch einmal nach Amerika. Statt einer typischen Hongkong-Produktion plante er, Rumble in the Bronx zu machen. Ein Film also auf Englisch und Chinesisch. So kam Jackie nach Amerika. Er zeigte Hollywood, was er konnte. Jackie Chan hatte seinen Comedy-Action-Stil noch nie zuvor einem westlichen Publikum vorgeführt. Er hatte aber das Gefühl, dass seine Körpersprache überall ankommen würde. Der Film war seine Feuerprobe. Hatte er östliche und westliche Stile erfolgreich zu einem allgemeinverständlichen Stil verbinden können? Ein Regisseur aus Hongkong drehte einen Film in Amerika und Rumble in the Bronx wurde zum absoluten Kassenschlager. Ein großer persönlicher Erfolg für Jackie. Das bedeutete, dass Publikum, Filmemacher und Kritiker in den Staaten ihn endlich bemerkt hatten.
Es hatte in Amerika noch keinen bedeutenden asiatischen männlichen Star gegeben, da gab es eine Lücke. Vielleicht unterschätzte man einfach die Fähigkeit des amerikanischen Publikums, einen Helden zu akzeptieren, der ein bisschen anders aussah als Brad Pitt. Jackie bewies jedoch, dass Persönlichkeit und Charme alles andere aufwiegen. Rumble in the Bronx verschaffte ihm endlich den Respekt, den er sich immer gewünscht hatte. Jackie stand vor der Entscheidung, ob er noch einmal versuchen sollte, ein amerikanischer Star zu werden. Diese Frage war vielleicht die schwierigste seines Lebens. Ein junger Regisseur namens Brad Ratner stellte ihn vor die Entscheidung. Er hatte von Jackie gehört und war sicher, dass er seinem Talent den Erfolg verschaffen konnte, den es verdiente. Zuvor hatte er in Amerika nur schlechte Erfahrungen gemacht. Sie hatten ihn nicht wie Jackie Chan, den Star, behandelt. In Asien war er damals bereits ein Halbgott und hier hatten sie ihn immer herablassend behandelt. Seine Filme floppten. Brad Ratner war der Mann, der Jackie die Chance gab, die Vorteile Hollywoods mit seinem eigenen einzigartigen Talent zu kombinieren. Doch Jackie war so traumatisiert von seinen früheren Niederlagen in Hollywood, dass der gemeinsam geplante Film Rush Hour fast nicht zustande gekommen wäre. Ich erinnere mich daran, als uns Rush Hour 1 angeboten wurde. Jackie zögerte sehr, ob er annehmen sollte. Er meinte, vergessen wir es. Wir bleiben in Hongkong, da bin ich glücklich. Ich erinnere mich, wie mein Assistent Solon und ich ihn bearbeiten mussten, um ihn wenigstens zu einem Versuch zu überreden. Schließlich entschloss sich Jackie, den Sprung zu wagen. Die Arbeit in der gigantischen Maschinerie Hollywood war eisenhart. Schon bald stieg der alte Ärger wieder hoch. Ich weiß noch, wie sauer ich bei Rush Hour 1 wurde. Ich war neu in Hollywood. Die Produktionsfirma heuerte einen Kameramann an, um dem jungen Regisseur zu helfen. Der ordnete an, dass Kamerawinkel und Licht gleichbleibend sein sollten. Für Action-Szenen taugt das aber rein gar nichts. Ich ärgerte mich so, verstehen Sie? Das war der beste Kameramann, den Sie hatten, und er hatte keine Ahnung. Der war vielleicht 80 Hollywood-Jahre alt. Aber was Actionfilme anging, war ich mindestens 120. Really? But what can, how can you say? I just. Yes. Okay. I stayed with him in America throughout. Ich war damals bei den Dreharbeiten in Amerika dabei. Ich musste ihn immer wieder beruhigen. Hey, die Amerikaner machen das nun mal so. Man musste ihm das immer wieder sagen und er machte schließlich mit. Aber es fiel ihm schwer, das kann ich Ihnen versichern. It was hard for him, believe me. Manchmal wurde Jackie von seiner Frustration überwältigt und er übernahm die Führung am Set. Mit seiner Routine konnte er so schnell arbeiten, die Kamera so rasch auf neue Positionen bringen, dass die amerikanische Crew einfach nicht mithalten konnte. Ich weiß noch, wie wir die Szene mit dem Billardtisch drehten. Ich spielte die Szenen 1 bis 20 in einem durch. Doch was war mit 2, 3, 4, 5, 6? Und der Kameramann, der war völlig überfordert. Er ging. Er wusste nicht mehr, wie er mir mit der Kamera folgen sollte. Er ging. Da war ich glücklich. Ich konnte ihm beweisen, wenn es um Action geht, dann bin ich der Bessere. Er begann, sich durchzusetzen. Der Regisseur Brad Ratner ließ ihn gewähren und lernte von ihm. Einen Film mit Jackie zu drehen, das ist wie ein Mathe-Test mit Taschenrechner. Denn egal, welches Problem auftaucht, wo soll die Kamera hin oder wie sollen wir die Szene eröffnen, er hat eine Lösung parat. Es ist nicht nur eine große Ehre, sein Regisseur zu sein, ich habe auch sehr viel von ihm gelernt. Ich glaube, auf der ganzen Welt gibt es keinen, der so viel Ahnung vom Filmemachen hat wie er.